Und ich kriege Feuermagie. Jetzt ratet mal, was ich am nächsten Tag mache. Magie üben. So, jetzt muss ich aber erst Magietafeln draufpacken. Ich sehe unten das, was ihr da in dem Tutorial seht. Ich kann es unten reinpacken. Und die können dann später benutzt werden. So, die letzte Portion noch. Gut. Das war's jetzt mit den Tafeln. Jetzt gehen wir zu Sykes. Und die verdammte Hexe Laxin ist natürlich schon da. Jetzt muss ich eigentlich nur herzlose Schrotten mit Magie. Ich darf kein Schlüsselschwert benutzen. Kann ich damit auch gar nicht, weil es ja gebunden ist. So, jetzt öffne ich noch schnell die Kiste. Äther. Das bringt einem Magietafeln wieder, wenn man welche verbraucht hat, heißt das. Die Anzahl der Tafeln bestimmt, wie viel Magie man hat. Jetzt darf ich sogar zuschlagen. Ja, genug Tutorial. Jetzt hat er gerade einen Elektroeffekt auf mich gelassen. Okay, den habe ich ja wohl ganz schön verbrannt. Ah, 3 gegen 1 ist unfair. Oh ja, treib mich bis zum Limitbrecher. Schaff das Ding. Was der Limitbrecher ist, seht ihr auch schon am Schluss von dem Tutorial. So, hier ist noch eine Kiste. Öffnen wir noch mehr Äther. Sieht an. Und zurück zum Schloss. Und wir haben eine Analyse gekriegt. Eine Ability. Die kann man auch als Staffel benutzen. Und spätere Abilities und Waffen nehmen mehr Plätze ein als nur ein. Auch das überspringen wir jetzt einfach mal. Und die nächste Mission, yep, ich ahne es schon, ist die mit Wechsen. Das Tramforum erkunden. Rauskriegen, was da los ist und so weiter und so fort. Na gut, erstmal Tafeln. Ich will ja sehen, wie viel ich runterprügeln muss von den Viechern. Und Äther, tue ich noch drauf. Noch mehr Äther. Und noch mehr Äther. Genau, das dürfte erstmal reichen. Was tue ich denn da? Natürlich bin ich bereit. Überspringen das Ganze und rennen los. Als erstes erkennen wir natürlich nur offensichtliche Sachen und finden nichts raus. Danach gibt Wechsen eine Sondervorführung seiner analytischen Fähigkeiten und faselt uns mit seinem Fachchinesisch zu. Es gibt viele Läden. Es gibt das Zentrum. Das könnte das Stadtzentrum sein und so weiter und so fort. Jetzt sagt er uns, dass wir dumm sind, so ungefähr. Und ein neuer Durchbruch. Oh. Ja, der Durchbruch bezieht sich aber nur auf die Mission zuerst und zeigt nämlich an, wie komplett die Mission ist. Stier. System ist geschlossen und so weiter. Fast hätte ich die Mission abgebrochen. Dann hätte ich die ganze Scheiße nochmal machen können. Zumindest diese Mission hier. Tür, natürlich ist sie verschlossen und so weiter.
Scheiß wegdrücken kann. Das heißt, ich muss erst noch ein bisschen weiter latschen, bevor ich da wieder hin kann. Da ist nämlich auch noch was. So, eine Barriere. Herzlose. Ha. 3 zu 1 Roxas. Wolf ist der scheiß Eingang und jetzt kommt wieder eine lange Sequenz. Und ich gehe wieder zurück, wo ich eigentlich noch weitermachen wollte. Weil diese Herzlosen nicht mehr haben. Obwohl, das ist eigentlich gut, die leveln nicht. Mehr oder weniger. Level-Ups kriegt man hier echt langsam. Okay, bei den Gegnern ist es eigentlich kein Wunder, aber trotzdem blöd. Obwohl Kingdom Hearts 2, da war das Leveln zwar einfach, aber es war eigentlich schon zu einfach. Ich meine, man hat einen Boss besiegt und hat gleich eine Ability gekriegt, das ist irgendwie bescheuert. Endlich ein Funkenverstand. Ha. Rennt wie eine Tunte hinter mir her. Und sagt dann, endlich ein Funkenverstand. Kiste. Das tun wir einfach mal überrascht und entspannen. Sind gespannt darauf, was drin ist. Ein Pyrosplitter, etwas, das ich nicht sofort benutzen kann. Da ist der dunkle Tunnel, aber da will ich noch nicht rein. Ich will die Mission komplett haben. Und jetzt erkennen wir was. Der Boden ist sauber und wird dauernd benutzt. Wir sind fertig. Jetzt gehen wir noch eben zurück zum dunklen Tunnel. Und geschafft. Boah, ey. Ich habe 94 Erfahrungspunkte. Es steht leider nirgendwo geschrieben, wie viele ich brauche, bis ich ein Level Up habe. So, Tag 13. Auf zu neuen Taten. Jetzt bin ich mit dem Großen und Stillen unterwegs. Mit dem da, mit der... Wie habe ich ihn genannt? Mr. Fuckface. So, als erstes tun wir mal den Purzelbaum drauf, den wir gerade gekriegt haben. Eine Ability. Ich glaube, die kennt auch jeder. Ja, er zeigt mir einen Limitbrecher. Die lustige Sache daran ist, den kann ich nur einsetzen, wenn ich aus dem letzten Loch pfeife. Da ich nicht aus dem letzten Loch pfiff, hat er mir eine geknallt und dann pfiff ich aus dem letzten Loch. Und so konnte ich diesen Megaschatten durch ganz schnell besiegen. Und dieses blödige Piep hat aufgehört. Gut gekämpft. Ja? Organisationsmitglieder werden oft auf Einzelmissionen geschickt. Dabei musst du dich auf dich selbst verlassen. Ist mir schon aufgefallen. Ja, jetzt kommt wieder das Gelaber, der Schlüsselschwert ist von großem Wert und so weiter. Das brauchen wir nicht, aber er steht echt cool da irgendwie. Obwohl groß und mächtig, Riesenwaffe. Die Pose passt. Keine Schätze in dem Ort hier. Also gehen wir wieder. Dass die Bevölkerung nichts mitkriegt. Finde ich ehrlich gesagt komisch. Und die Expertenmod. Das ist eine Waffe. Ein neues Schlüsselschwert, ein stärkeres. So, nach den
Tutorial leveln. Kommen wir endlich zu einem Tag, an dem Axel sagt, er ist Roxas Freund. Jetzt kann ich Holo-Missionen machen. Die Missionen, die ich gerade eben hatte, zum Beispiel. Und an dem Punkt hier will ich speichern. Denn der Teil ist schon mal hinter mir. Tja, und ich würde sagen, das war der erste Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr es gemacht habt. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Die nächsten Teile kommen bestimmt.